Es lohnt sich ja grundsätzlich immer bei Krone oder Kasperl bis am Schluss dran zu bleiben. Aber heute tut's das umso mehr, denn so viel kann ich schon versprechen, ohne dass ich da jetzt boulevardjournalistisch irgendwas übertreibe. Es gibt am Ende dieser Sendung etwas richtig, richtig Cooles zu gewinnen. Nämlich das Haargel von Peter Fronegger. Nein, ist ein Blödsinn, aber ich freue mich, dass er da ist, der Sportchef der Krone-Zeitung. Servus Peter. Schau, die Sendung hat nicht einmal noch richtig begonnen. Und du hast schon wieder einen Seitenhieb auf mich. Nein, überhaupt nicht. Nein, das war Wer sagt, dass ich ein Haargel verwende? Aber was hin und wieder ein bisschen was. Was du verwendest, es vollbringt Wunder. Das muss man so neidlos anerkennen. Danke. Also, bitte wirklich unbedingt dranbleiben. Sie gewinnen was noch Cooleres als das Haargel von Peter Fronegger. Es zahlt sich wirklich aus. Und damit herzlich willkommen zu Krone oder Kasperl. Es war wieder einiges los in dieser Woche. Zum Beispiel hat Österreichs Fußballnationalteam einen, Peter, Pflichtsieg eingefahren gegen Nordirland. Einen Pflichtsieg, der ein bisschen gewackelt hat, weil bekanntlich waren wir sogar 0:1 hinten lange Zeit. Aber dann muss man den Franco Foda, ich ziehe gleich einmal den Hut vor ihm, er hat wirklich die absolut richtigen Entscheidungen getroffen, hat die richtigen Leute eingewechselt und diese neuen Leute, die Joker, haben das Spiel dann doch noch für uns entschieden. Man muss sagen, das Ganze war ja nur sehr bedingt anzusehen, weil es war wirklich, um es auf gut wienerisch zu sagen, lange Zeit ein Hundskick, aber Schwamm drüber. Wir haben diesen Hundskick gewonnen. Ja, und somit sind wir nach wie vor Gruppenführender und kurz davor, diese Gruppe auch zu gewinnen. Damit wirst du dich bei Franco Foda wahrscheinlich nicht sehr beliebt machen, wage ich einmal zu behaupten, denn der hat nach dem Spiel schon gemeint, es gehe ihm diese Fragerei nach der mittelmäßigen Leistung auf die Nerven. Konkret hat er gemeint, ich kann es nicht mehr hören, weil es halt schwer ist gegen einen Gegner, der zu zehnt quasi hinten drin steht. Stimmt schon, aber also, wie beurteilst du ganz grundsätzlich die Aussage vom Teamchef? Ja, ich meine, aus seiner Warte aus ist es, von seiner Warte aus ist es wahrscheinlich verständlich, dass ihm das ärgert. Aber noch einmal, man kann schon gewisse Ansprüche stellen an dieses Nationalteam. Wir haben absolute Topspieler, die auch zu einem Teil zumindest in Top-Ligen tragende Rollen spielen. Und da kann man schon verlangen, auch wenn es natürlich viele Ausfälle wieder gegeben hat, muss man auch dazu sagen. Aber man kann schon verlangen, dass es auch ansprechende Leistungen gibt. Wie gesagt, am Ende steht dieser 2:1 Sieg. Der ist sehr erfreulich. Und wenn wir die auch noch sagen, wir wollen ja über das Thema gar nicht viel eigentlich mehr reden, haben wir schon letzte Woche gesagt. Aber natürlich liegen in Zeiten wie diesen aus bekannten Gründen, ich nehme den Namen dieses verdammten Virus jetzt bewusst nicht in den Mund, es liegen heute halt schon bei vielen Menschen die Nerven blank. Ja. Also auch wenn Sie vielleicht auch nicht mehr hören können, aber das Thema Corona, jetzt nehme nämlich ich den Namen in den Mund, wird uns dann in dieser Sendung natürlich bewusst oder unbewusst auch noch das eine oder andere Mal begleiten. Aber du hast schon von absoluten Topspielern gesprochen. Ein solcher hat nämlich gegen Nordirland sein Comeback nach einem Jahr Absenz gegeben. Die Rede ist von Marco Ani Arnautovic, unser ganz, ganz großer Liebling, ist wieder da. Du hast ganz schön viele Lieblinge. Wenn nein, das, aber der Ani, der hat mir immer taugt. Wenn das der Hinterhecker hört. Der ist eine Type, zum Hinterhecker braucht er noch ein bisschen was, der liebe Herr Arnautovic. Nein, aber der ist ein Typen, die Mitspieler haben sich auch alle total gefreut auf ihn. Gesagt, endlich ist der Schmäh wieder da, die Stimmung ist besser, wenn er oder offensichtlich besser, wenn er beim Team ist. Er ist allerdings erst am Samstag gekommen. Bis Sonntag war nicht viel Zeit. Jetzt Mittwoch spielen wir gegen Norwegen bekanntlich. Also wahrscheinlich wird es jetzt noch einen Stimmungsaufschwung geben. Ja, und das Team wird dann mit Pauken und Trompeten im neuerlich leeren Happelstadion gegen Norwegen auflaufen. Aber weiß man auch nicht, wie die Mannschaft von Norwegen genau, ausschaut. Genau, da sind wir nämlich mitten im nächsten Corona-angehauchten Thema oder Corona-spezifischen Thema. Sie haben es mitbekommen, die norwegische Nationalmannschaft an sich, also die vermeintlich besten Spieler, dürfen nicht nach Österreich. Warum das und was hat das für Auswirkungen oder für Konsequenzen für das Spiel?
Es hat einen positiven Corona-Fall dort gegeben, wieso deswegen jetzt die ganze Mannschaft nicht ausreisen oder Teile der Mannschaft nicht ausreisen dürfen sollen, ist mir schleierhaft. Mir ist aber in diesen Zeiten sehr, sehr vieles schleierhaft. Also warum nicht das auch? Schauen wir mal, ich glaube, das Spiel wird stattfinden. Die Mannschaft wird anders aussehen, als wir sie erwartet haben. Es wird vielleicht auch der Herr Haaland nicht mit anreisen, den wir alle gut kennen aus Salzburger Zeiten. Ja, was willst du machen? Ich sage immer wieder, ich bin trotzdem heilfroh, dass es Sport gibt, dass es Fußballspiele gibt und so weiter. Und es war, sage ich dir auch, Michael, nicht selbstverständlich, dass es die weitergibt. Damit sind wir schon beim nächsten Themenblock, von dem wir uns gemeinsam ausgemacht haben, dass wir ihn analysieren oder abarbeiten. Nämlich der große Lockdown. Der ist ja jetzt wieder einmal in Kraft getreten, beziehungsweise tut das ab Dienstag. Der Sport hat sich gerade noch einmal rausschlängeln können. Wie das? Na, gerade noch einmal ist genau der richtige Ausdruck. Es ist wirklich auch im Spitzensport vieles an der Kippe gestanden. Es gab da Befürworter, die der Meinung waren, wir drehen alles ab, sprich auch Bundesliga-Fußball und so weiter. Es war dann ein gemeinsamer Kraftakt vieler Verantwortlicher, vieler Mächtiger im Sport. Natürlich angefangen beim Sportminister Werner Kogler, der sich offenbar sehr dafür eingesetzt hat, aber auch Skipräsident Peter Schröcksnadl, Fußballpräsident Leo Windner, der BSO-Präsident Hans Nissel und zahlreiche Clubverantwortliche, die haben wirklich alle an einem Strang gezogen. Und die Kronenzeitung. Ein bisschen auch die Kronenzeitung, hast das du gesagt. Wie sehr darf man denn kampanisieren als Medienschaffender? Schau. Eigentlich stinkt bekanntlich und ich werde jetzt nicht den Sport der Kronenzeitung da, oder ich wollte ihn nicht explizit loben, aber natürlich hatte auch die Berichterstattung einen gewissen Anteil daran, dass es jetzt doch weitergeht und ich habe mit so vielen Menschen am Wochenende geredet, die haben alle, unser Portier da unten, der drei Stöcke unter uns sitzt, hat gesagt, zu mir am Samstag in der Früh, was wollen die wirklich den Sport auch noch abdrehen, dann werden endgültig die Menschen alle Amok laufen oder viele Menschen Amok laufen, wenn es diese Form der Ablenkung auch nicht mehr gibt. Ja, ich glaube, im Sinne der ganzen Gesellschaft ist es verdammt wichtig, dass es den Spitzensport weitergibt. Wir haben ja den gestrigen Sonntag, schau, ich bin den ganzen Tag vor dem Fernseher gesessen, Formel 1, Dominic Thiem, Länderspiel. Eine bessere Ablenkung gibt es in Tagen wie diesen nicht. Am Mittwoch werde ich übrigens ins Stadion gehen. Ja, ich freue mich wahnsinnig drauf, auch wenn keine Menschen da sind, wenn ich keine Schlachtgesänge hören kann. Aber ich bin so froh. Berufsausübung ist ja trotz Lockdown möglich, gestartet. Ich freue mich echt drauf, dass ich da einmal rauskomme und ein bisschen eine Ablenkung habe und dass ich unseren Freunden Martin Hinteregger, erst genannt, und Marco Arnautovic auf die Beine schauen darf. Also die Argumentation von der Ablenkung und vom Eskapismus, die ist ja natürlich allzu nachvollziehbar. Und jetzt muss ich eh aufpassen, wie ich als Sportjournalismusbetreibender die Frage stelle, weil ich mir ja letztlich ins eigene Knie schieße. Aber kann man dieses Argument nicht auch auf andere Branchen erst recht ummünzen? Weil wahrscheinlich wird auch der Burgtheaterdirektor sagen, ich bin Gesellschaft, institutionsgebend und auch bei mir bekommen die Leute beste Unterhaltung. Ja, gut, aber das stimmt schon. Aber es gibt im Sport schon keine Zuschauer, das wird aber im Fernsehen übertragen und so weiter und so fort. Wenn ich im Burgtheater eine Aufführung mache ohne Zuschauer, das ist ja dann ganz sinnlos, oder? Weil man könnte es live streamen. Ja, aber ich weiß nicht, wie das dann auch finanziell ausschauen würde. Ich glaube, ein Theater lebt schon noch mehr, viel mehr von den direkten Einnahmen aus dem Ticketverkauf als Sportveranstaltungen, wo durch Fernsehübertragung, durch Berichterstattung in anderen Medien bekanntlich auch Sponsoren angelockt werden und die dann auch irgendwo zufriedengestellt sind, wenn es im Fernsehen oder in einer Zeitung zum Sehen sind. Kann man nicht vorstellen, ein Burgtheater oder eine Oper vor leeren Rängen wäre eigenartig. Geisterkonzerte sozusagen. Du hast schon recht, natürlich, die Künstler, die sind die Ärmsten. Jetzt komme ich übrigens, fällt mir ein, auf unseren alten Freund Peter Molzi haben wir wochenlang schon vergessen. Ne? Das stimmt, allerdings ist es für mich jetzt ein bisschen atemberaubend, wie du vom Themenkomplex Künstler die Brücke zum Peter Molzi baust. Das werde ich ihm jetzt gleich sagen, er ist eh da, werde ihm gleich sagen, dass du ihm absprichst, ein Künstler zu sein. Nein, das habe ich nicht behauptet. Nein, dazu kann den Connex sehr spannend. Dazu kann man stehen, wie man will, aber bekanntlich hat er
Kabarettauftritte en masse in den letzten Jahren gehabt mit seiner Truppe, den Comedy-Hirten. Und auch die sind in Wahrheit seit März, ich glaube 2-3 Vorstellungen haben sie gehabt, sonst nichts, ja. Ich weiß, wie arm Künstler im Moment sind, leider ist es halt so und vielen wird die Existenz beraubt. Ne? Wobei, noch einmal, diese Maßnahmen, die haben schon alle ihren Sinn. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie es weitergeht, ne? Wir sind fürs Erste zumindest einmal froh, dass der Sport zumindest in irgendeiner Form weitergeht. Und das tut er definitiv auch in London bei den ATP Finals. Und dort hat Dominic Thiem gleich einmal bei seiner Erstrundenbegegnung gegen Tsitsipas ein Ausrufezeichen gesetzt. Das war schon sehr ansehenswert, was er da abgeliefert hat. Dreisatzig. Wieder einmal eine super Leistung vom Dominic. Im Moment kommt man fast vor, als ob er auf Hartplatz noch stärker wäre als auf Sand, was ja einst sein Lieblingsbelag war. Vor allem, wenn er diese Blasenprobleme am Fuß in den Griff bekommt. Genau, wenn er seine gesundheitlichen Probleme, die hat man halt auch natürlich. Das Programm von ihm, wo er seit wieder gespielt wird, ziemlich monströs, dass da der Körper gewisse kleine Schäden erleidet. Ist, glaube ich, ganz normal. Ich muss da ehrlich sagen, ich habe mir dieses Match gestern bei aller Freude über den Sieg von Dominic mit einem weinenden Auge oder fast zwei weinenden Augen angesehen, weil ich war letztes Jahr bei den Masters. Es war unglaubliche Stimmung. Ich weiß, haben wir ein Video dazu, das können wir im Hintergrund jetzt einspielen. Spielen wir jetzt, genau. Genau, also da sieht man schon tatsächlich ein bisschen. Da bekommen wir schon vermittelt, wie es dazugeht. Aber du kannst es besser schildern, du hast es erlebt. Ja, es war unfassbar, es war eine Stimmung, diese O2-Arena, das ist ein riesiger Komplex mit Geschäften und so weiter. Und mittendrin ist halt diese O2-Arena, war jeden Tag ausverkauft. Und muss ich ehrlich sagen, wenn ich daran denke, kommt man immer noch die Gansel hat. Am Anfang, erstes Match hat er, glaube ich, gegen Roger Federer gespielt. Da hat er auch gewonnen, aber der Roger ist natürlich ein Liebling der Massen. Aber dann ist irgendwann gekommen das Spiel gegen den Novak Djokovic. Und aufgrund seines begeisterten Spiels und so weiter, und natürlich auch, weil den Djokovic, oder der Djokovic wird keine Beliebtheitswertung auf das Jahr weltgroß gewinnen, waren da 90% der ganzen Halle auf der Seite vom Dominic. Die haben jeden Punkt von ihm bejubelt. Noch einmal, so schön war der Sport. So glücklich war ich, dass ich da in der Halle sein durfte. Ja, und ich hoffe, trotz des ganzen Wahnsinns, der da abläuft, dass diese Zeiten möglichst rasch zurückkehren. Wenn wir über Dominic Thiem sprechen, dann müssen wir in dieser Woche auch automatisch folgenden Namen in den Mund nehmen, nämlich jenen der Dame, die wir jetzt im Hintergrund eingeblendet bekommen, dass es rausbringt. Ivona Dadic. Was müssen wir über die wissen diese Woche? Jetzt müsst ihr mal kurz dann wahrscheinlich sprachlos sein, ne, oder? Ja, weil du seit Wochen, Monaten auf mich losgehst, wenn ich falsche Dinge vorhersage. Fake News. Letzte Woche habe ich die drei Gewinner der Sportlerwahl des Jahres vorhergesagt, nämlich Dominic Thiem, Ivona Dadic und Red Bull Salzburg. Und wer es wurden? Wahrscheinlich genau die drei. Ja, ich habe, um Gottes Willen, ich habe deine Expertise nie in Frage gestellt. Also ich verneige mich vor dir, zieh die Hüte, alle, die ich aufhabe, so viel sind sie erinnert. Übrigens auch um diese Austragung dieser Sportskala hat es die eine oder andere kritische Bemerkung gegeben, von wegen, warum darf das stattfinden und warum dürfen wir jetzt einmal wieder beim Thema zum Beispiel Kulturschaffende ihre Events nicht austragen. Ich glaube, der Clou war, dass das vielleicht noch einmal erwähnt ist. Erstens war das keine Live-Aufzeichnung, sondern es wurde voraufgezeichnet, so damit man zumindest die Ausgangssperren nicht konterkariert. Und der zweite Argumentationsstrang war, dass es sich um keine Veranstaltung, sondern um eine TV-Aufzeichnung gehandelt hat. Und alle Anwesenden waren in diesem Sinne dann keine Gäste, sondern Mitwirkende an der TV-Produktion. Alle glücklich stimmen wird wahrscheinlich dieses Argument auch nicht. Oder? Schau, was stimmt schon alle glücklich im Moment? Gar nichts stimmt alle glücklich. Ich finde es trotzdem gut, dass es das gegeben hat. Es gab ja auch, ich bin ja im Vorstand der Sportsmedia Austria, die diese Wahl jährlich durchführt. Es wurde auch dort diskutiert, ob man überhaupt eine macht in einem Jahr wie diesem. Es waren aber fast einstimmig alle dafür, haben gesagt, ja, wir machen eine Wahl, allein nicht deswegen schon mit Dominic seinen Triumph bei den US Open, wirklich einen historischen Sieg gegeben. Und auch alle anderen, eben auch die Ivona Dadic, der ich auch an dieser Stelle herzlich gratulieren will, die haben sich schon verdient für ihre Leistungen, dass sie auch entsprechend belohnt, honoriert, gekürt werden.
Und Red Bull Salzburg sowieso seit Jahren Aushängeschild des österreichischen Fußballs. Na, super, dass das gegeben hat. Und wie gesagt, noch einmal Gratulation an alle, die da gewonnen haben. Jetzt gratulieren wir einem anderen Kapazunder des Weltsports. Und dann kommen wir schön langsam, jetzt also bitte die Ohren spitzen, auf das angesprochene Gewinnspiel. Also erstens, wir gratulieren sehr herzlich Lewis Hamilton zum 7. Weltmeistertitel, den er am Wochenende in der Türkei eingefahren hat oder ist. Weiß ich nicht, er hat ihn eingefahren. Hat ihn eingefahren, ja. Dass wir das rausbringen. Also, zuerst darfst du eine kurze Laudatio halten und dann schön langsam zum Hamilton-spezifischen Gewinnspiel überleiten. Bitte schön. Ja, Laudatio am Hamilton brauchen wir fast nicht mehr halten. Wir haben das schon so oft hier erwähnt. Er ist der Beste der Gegenwart. Das steht außer Frage. Und er ist jetzt auch aufgrund den Rekord an Grand Prix-Siegen hat er jetzt auch eingestellt, den Rekord an WM-Titeln. Ja, man muss einfach sagen, es ist großartig, was er leistet. Alles, was er getan hat in diesem Jahr, kann man vielleicht nicht ganz unterstreichen. Viele Leute haben sich da ein bisschen empört dafür nämlich, dass er sich politisch so oft in den Vordergrund gestellt hat auf Rennstrecken, wobei bin ich auch der Meinung, Politik hat auf Rennstrecken oder in Stadien eigentlich nichts verloren, auch auf Skipisten nicht. Österreichische Skisportler werden sich immer wahrscheinlich hüten, politisch sich zu äußern oder gar tätig zu werden, solange sie noch fahren. Ja, aber sportlich noch einmal Hut ab vor diesem Lewis Hamilton, grandios. Wobei, das hätte man gar nicht geglaubt, dass er das auch noch gewinnt, weil 6. Startposition, also Mercedes hat schon in der Türkei gewisse Probleme gehabt, ja. Was trägt Lewis Hamilton, wenn er sich ins Auto setzt, vor allem am Körperende? Ja, da kommen wir jetzt zu dieser Sache, ich darf das da kurz enthüllen, schau. Jetzt wird es absolut spannend. Eine Schuhschachtel habe ich hier. Tatsächlich. Und jetzt kommt nämlich wirklich was Großartiges. Der liebe Lewis Hamilton, heute als Dankeschön dafür wahrscheinlich, dass er da 3-4 Mal einen Kasperl gekriegt hat. Ja, die Krone. Naja, die Krone bekommen. Auch schon gekriegt. Nein, das ja, sind original. Ab, damit kannst du dich auf die Schuhe konzentrieren. Ja, so, damit dann kannst danke. Du deine Präsentation fortführen. So, das sind originale Rennschuhe von Lewis Hamilton mit Autogramm. Wahnsinn. Und die schenkt er einem Krone-Leser, was wir natürlich mit einem gewissen Gewinnspiel verbinden werden. Ja, sagst du die Modalitäten? Also ich kann zumindest die Mailadresse, die entsprechende, erwähnen. Ja. Dann musst du Gewinnfrage und sonstige Details erklären. Also, so Sie diese wirklich von ihm getragenen Schuhe gewinnen wollen, dann schreiben Sie bitte an sport@kronenzeitung.at. Sport@kronenzeitung, ein Wort. sport@kronenzeitung.at. Ein Mail, in dem was stehen soll, bitte. Es gibt dazu natürlich eine Frage. Die Frage lautet, Lewis Hamilton ist 7-facher Weltmeister. Wann gewann er den ersten seiner 7 Titel? Ja, diese Frage bitte beantworten. Und natürlich Kontaktdaten. Kontaktdaten, wir werden dann auch schauen, dass wir ein Foto vom Gewinner machen. Ganzen Details gibt es in der morgen, also in der Dienstagausgabe der Kronenzeitung, können Sie alles nachlesen. Ja, und ich wünsche halt allen Hamilton-Fans, die da jetzt zuschauen, viel Glück dabei. Und ja, würde natürlich jedem Einzelnen gönnen, dass er diesen riesigen Preis gewinnt. Okay, dann würde ich sagen, ich übernehme jetzt einmal, damit ich die auch einmal in den Händen gehalten habe. Bitte sei vorsichtig. Du musst jetzt eh was anderes tun. Sie schweißeln nicht einmal. Nein, ist super, der richtige Kurs, der Hamilton. Sensationell. Also, das sind die Schuhe, um die es geht. Jetzt wollen wir der Ordnung halber noch erwähnen, dass wir auch vor Sebastian Vettel den Hut ziehen, weil der hat auch schon oft genug Watschen gekriegt in dieser Sendung. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf dem Podium. Das müssen wir jetzt aber in aller Kürze abhandeln, denn uns läuft die Zeit davon und wir haben die Zeugnisvergabe vor uns. Minuten also, 10 habe ich noch, oder? Bitte schön. Ja, so lange darfst du jetzt Watschen verteilen oder schnell, schnell, schnell. Der Kasperl geht diese Woche an die norwegische Regierung für das Chaos, was sie da letztlich nicht nur mit dem österreichischen Team, sondern mit der ganzen Nations League verurteilen, warum die nicht ausreisen dürfen sollen, weil einer Corona-positiv ist, verstehe ich überhaupt nicht. Also bitte, Kasperl nach Skandinavien. Bitteschön.
Und? Aber jetzt, damit wir das Ganze friedlich beschließen, bitteschön. Friedlich? Es ist ja nicht schwer, schau. Der Herr Grubitsch hat es auch verdient. Er hat ein Tor gemacht, hat ein Tor aufgelegt. Aber er hat eine schlechte Woche erwischt. Diese Krone geht an den Lewis Hamilton schon einmal alleine als Dankeschön dafür, dass er unseren Lesern ein paar Schuhe schenken wird. Also, alles Gute, Lewis, danke dir und ja, viel Glück auch in der Zukunft. Alles klar. Die Krone bleibt bei uns, die brauchen wir nämlich bei der nächsten Sendung wieder. Die Schuhe, die brauchen wir nicht mehr, die gehen mit ein bisschen Glück an Sie. Sport@kronenzeitung.at, wann wurde Lewis Hamilton zum ersten Mal Weltmeister? Wir wünschen viel Glück, danken fürs Zuschauen und freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Stimmt's? Alles Gute, gesund bleiben. Wir gehen jetzt in den Lockdown, aber ich glaube, diese Sendung darf es. Wir kämpfen. Darf es trotzdem weitergeben. Um den Vortrag. Das werden wir dann nächste Woche erklären. Genau. Übrigens, wir haben was vergessen. Was denn? Du hast mir letzte Woche. Ja, die machen wir aber nächste Woche, oder? Also Zidane exklusiv kommt nächste Woche. Wiederschauen. Danke. Tschüss.